Ruinen sind eine stetige Erinnerung an die Verwüstung, die die Perser uns brachten. Ich muss mich verdeckt halten. Ah!
ärgern. Los. Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Edles Geschöpf. Die Götter selbst werden von Neid erblassen.
Καρπολιώνει με πυρίπολο και τελεκά. Come on.
Ella. Bestienbezwinger. Schön, dich zu sehen. Daphne, das überrascht mich doch. Der Weg, auf den ich dich entsandte, ist voller Gefahr. Du hättest sterben können oder aufgeben. Keine Gefahr hielte mich davon ab, dich wiederzusehen. Vielleicht bist du etwas voreilig. Vielleicht. Das Fell des Wolfs Lykaon. Der Wolf ist nicht nur ein gefährlicher Jäger, sondern auch ein gerissener Gegner. Viele sind schon an ihm gescheitert. Du solltest dich daran gewöhnen. Ich mache das Unmögliche möglich. Dieser Eber erlegte sich zwar schwerer als der Kaledonische, doch bisher habe ich noch jedes Schwein erlegt. Die Götter waren weise, als sie dich zu mir sandten. Sie mögen über mich wachen, doch sie lenken mich nicht. Dann bedauere ich dich. Artemis hat mich immerhin auf den Pfad geführt, auf dem ich dich treffen durfte. Zufall lässt sich leicht auf die Götter schieben. Und Schicksal auch? Das Fell der kerinidischen Hirschkuh. Ich erinnere mich, wie ehrfürchtig ich war, als ich einmal durch die Bäume einen Blick auf sie erhaschte. Es war eine Ehre, ein so edles Tier zu jagen. Nach all dem Leid und Tod, das ich sah, ist der Anblick eines solch würdevollen Tieres wie diesem. Mir fehlen die Worte. Artemis tat recht daran, dich zu mir zu bringen. Das Herz eines Kriegers schlägt in dir. Doch da ist auch Güte. Güte brachte mir nur Unglück ein. Es ist eine Bürde, derer ich mich nur allzu gern entledigen würde. Tut mir leid. Das muss es nicht. Ich brauche kein Mitleid. Dann bekommst du es auch nicht. Das sollten alle Fälle sein. Ja, doch die Prüfung ist noch nicht vorüber. Was meinst du? Du hast dich in den Augen der Artemis als mächtiger Jäger bewiesen. Aber es bleibt noch eine Kreatur, die du besiegen musst. Dieses Tier ist keine einfache Beute. Triff mich und meine Schwestern auf der Klippe, die das Dorf überblickt. Wann? Wenn du bereit bist. Einem Kampf entgehen muss ich verstecken. Komm. Ich bin hier. Wirst du mir jetzt sagen, was hier los ist? Meine Schwestern, wie es das Gesetz vorsieht, das Artemis selbst festlegte, ist die Zeit meiner Prüfung gekommen. Ich präsentiere euch daher Alexios. Sollte ich mich geehrt fühlen oder besorgt sein? Nur zur Sicherheit solltest du wohl beides sein. Genug mit Geheimnissen. Ich will die Wahrheit. Artemis schickt für jede Generation ihre Boten in die Wildnis. Diese Kreaturen sind das Zeichen für ihre Töchter, dass ein Herausforderer sie erwartet. Einer, der sie führen wird. Führen? Was soll das bedeuten?
Besiege mich in einem Kampf auf Leben und Tod und werde zum Anführer der Töchter der Artemis. Lehne ab und du wirst zu einem Niemand für uns, wie zuvor. Anführer? Ja. Töte mich und die Töchter der Artemis werden deine Verbündeten sein. Die Götter brachten uns für diesen Moment zusammen. Wofür du dich auch entscheidest, es gibt kein Zurück. Nein, es ist nicht an mir, dein Volk zu führen. Du Feigling. Dann geh und sieh dich nicht um. Dein Weg ist nicht unserer. Aber ich dachte... In einem anderen Leben vielleicht. Aber mein Körper gehört Artemis. Geh. Denk nicht mehr an mich. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Was ist los? Mein ganzes Leben lang wollte ich eine Tochter der Artemis werden. Doch sie sagten, ich sei nicht zäh genug. Anderen zu folgen, ist ein Zeichen von Schwäche. Aber ich folge Artemis schon so lange. Dein Leben gehört dir selbst. Wenn du deinen Lebenszweck verlierst, such dir einen anderen. Einen neuen Lebenszweck? Ich wüsste nicht mal, wo ich anfangen sollte. Nein, so leicht gebe ich nicht auf. Ich habe eine Idee. Und? Ich schließe mich ihnen trotzdem an. Ich schleiche mich in ihr Dorf und lebe unter ihnen. Kannst du mir helfen? Ich gebe dir alle Drachmen, die ich habe. Ich werde helfen. Die Töchter der Artemis sind gefährlich. Und wenn man dich entdeckt... Ich kenne das Risiko. Du musst mir eine ihrer Rüstungen, einen Kopfschmuck und Stiefel beschaffen. Ich komme mit der Ausrüstung zurück. Hab Dank, Söldner. Du musst unauffällig sein, um sie zu bekommen. Und bitte vermeide es, den Töchtern etwas anzutun, wenn es geht. Das muss die Höhle mit den Stiefeln sein.
Außenposten. Ella. Ich habe die Ausrüstung, aber vergiss nicht, die Töchter der Artemis sind legendäre Kriegerinnen. Wenn du dich bei ihnen einschleichst, wirst du wahrscheinlich getötet. Habe ich denn eine Wahl? Finde einen neuen Weg, dem du folgen kannst. Du bist genau wie die. Du glaubst, ich bin nicht zäh genug. Es ist nicht leicht zu töten und man kann es nicht rückgängig machen. Du bist keine Mörderin. Du kennst mich nicht. Ich kann das. Ich sehe etwas Gutes in dir. Du bist leidenschaftlich, willensstark. Hilf doch lieber anderen. Wirklich? Glaubst du, ich könnte das? Ich weiß es. Ich werde Priesterin und schließe mich einem Tempel an. Danke, Söldner.
Söldner! Bist du an etwas Holz für dein Schiff interessiert?